Nico Rapp hat mit 33 schon einige Schicksalsschläge hinter sich. Der gelernte Friseurmeister ist wegen einer Erkrankung berufsunfähig. Deshalb gibt er Seminare für Friseure. Aber in der Corona-Krise bricht auch diese Einnahmequelle weg. Sein letzter Ausweg? Eine neue Existenzgründung mitten in der Pandemie. Ich war hin und her gerissen. Ich konnte auch nächtelang nicht schlafen, ob ich das jetzt machen soll, diesen Schritt. Freunde, Bekannte, die haben mich unterstützt. Die haben gesagt, mach das jetzt, jetzt oder nie. Und sehe das Positive, nach der Krise wird was Neues entstehen. Und so habe ich dann auch versucht, daran zu gehen. Seine Geschäftsidee? Das amerikanische Konzept des Coworking Space auf die Friseurbranche übertragen. Das Ganze funktioniert wie eine Bürogemeinschaft. Er bietet einen voll ausgestatteten Friseursalon und stellt die Infrastruktur anderen zur Verfügung. Paul Backfisch ist sein erster Coworker. Das war eigentlich das, was ich mir immer schon gewünscht hatte, dass man irgendwo sein eigenes Herzblut mit reinstecken kann. So ein bisschen, ja, dass man ein Teil des Ganzen wird. Und so fühlt sich's hier auf jeden Fall an. Weil kaum Geld da ist, müssen Freunde und Familie beim Umbau mit anpacken. Harte Arbeit, eine gemeinsame Kraftanstrengung. Mit dabei auch Vater Wolfgang, der eigentlich Computertechniker ist, aber trotzdem körperliche Arbeit nicht scheut. Früher habe ich beim Umbauer Gipser gelernt und habe dann auch praktisch die offene Stelle dann wieder so vergipsen können, dass es ordentlich aussieht und dass man dann auch, sagen wir mal, so einen großen Umbau mit relativ überschaubaren Kosten hinbekommt. Für seinen Traum braucht Nico aber trotzdem einen hohen fünfstelligen Betrag. Wegen Kosten für Hygienemaßnahmen muss er auch noch die Gewinnerwartung in seinem Businessplan nach unten korrigieren. Aber kurioserweise bringt ihm die Corona-Krise auch einen entscheidenden Vorteil. Durch Corona ist es mir sogar leichter gefallen, an Geld zu kommen durch die Bank, weil dann die KfW und der Staat eben gemeinsam entschieden haben, dass es Freistellungsbeträge gibt für die Haftung dieser Darlehen, wenn die ausfallen sollten. Und da minimiert sich die Bank, minimiert sozusagen ihr Risiko, und dadurch war es für mich eigentlich einfacher, an Geld zu kommen. Im September hat Nico seinen Salon im Münchner Glockenbachviertel eröffnet. Der Laden läuft. Mit seinem Beispiel will Nico auch anderen Mut machen. Falls es bei Friseuren noch einmal zu einem Lockdown kommen sollte, will er sich die entstehenden Kosten mit seinen Coworkern teilen. So hoffen sie, besser durch die Krise zu kommen. Jeder als Selbstständiger, aber trotzdem gemeinsam.